Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wie ihr wisst, habe ich mir eine Strömungspumpe besorgt, der den ganzen Mulm im Wasser zu einem Haufen bildet. Wenn ihr mehr über die Strömungspumpe sehen wollt, könnt ihr jetzt oben rechts auf die Infokarte klicken. Um eben den ganzen Haufen aus dem Wasser zu entfernen, habe ich mir den Sauger von Eheim gekauft. Wir werden uns heute den Inhalt dieser Schachtel unter die Lupe nehmen und einen Test vom Sauger durchführen. Bevor es mit dem Video weitergeht, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr, wenn ihr möchtet, uns kostenlos abonnieren könnt, um uns so zu unterstützen. Viel Spaß mit dem Video! Als erstes lassen sich die Papiere blicken. Gleich darunter sehen wir auch schon den Sauger mit dem Filterelement. Diesen kann man durch zwei Knopfdrücken hier auf den Seiten herausziehen. Hier haben wir die Ansaugdüse, das Flügelteil, die Aufsteckdüse und zu guter Letzt 4 AA-Batterien. Das Batteriefach befindet sich unter dieser Klappe am Griff des Saugers. Unten steckt ihr als erstes das Flügelteil, dann die Ansaugdüse und auf die Ansaugdüse die Aufsteckdüse. Jetzt ist der Sauger einsatzbereit und können unseren Test durchführen. Bevor man es ins Aquarium eintaucht, wäre es besser, diesen mit kaltem Wasser durchzuspülen. Wie ihr sehen könnt, saugt der Sauger wirklich nur den Mulm und nicht das Kies. Vor diesem Sauger hatte ich nochmal zwei andere, bei denen dies jedoch nicht so war. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert, wenn ihr möchtet, unseren Kanal kostenlos, um uns so zu unterstützen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.